So. Hallihallo, Ladies and Gentlemen, zu meinem Uschi-Kanal. Ihr seid die Ersten, die zuschauen und hoffentlich die Ersten, die sich anmelden. Abonnieren, abonnieren, abonnieren. Ich möchte schließlich nicht hier alleine sitzen und mit mir selber reden. Wobei, ja, ich bin im Alter, da macht man das sowieso. Ich muss mich gleich entschuldigen für beschissenen Ton, beschissene Bilder, beschissene Technik, weil ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich hier mache. Manchmal ist dann die Aktion schneller als das Hirn und ich gehöre leider zu den Leuten, die noch in Zeiten aufgewachsen sind, wo Facebook eine Randerscheinung war. Ich weiß noch damals, wo ich mich angemeldet habe, das war glaube ich 2006, 2007. Und da hatten eigentlich nur die wenigen Leute Facebook, die in irgendeiner Form im Ausland waren, Freunde im Ausland hatten, selber ins Ausland gegangen sind. Und da konnte man natürlich günstiger kommunizieren als noch über sein Handy damals. Und ich habe damals auch nur Facebook gemacht, weil ich nach Griechenland gegangen bin für ein Auslandssemester. Und ja, plötzlich war es gehypt. Plötzlich hat jeder sein Essen gepostet und dann habe ich gesagt, I'm out. Weil, ja, ich bin genau diese Oma, die sagt, damals, wo ich noch klein war, da hatten wir noch gar keine Handys. Ja, ist traurig, aber wahr, so bin ich. Und jetzt bin ich auf YouTube und dachte, ich teile einfach ein paar Sachen mit euch. Tatsächlich vollkommen random. Es soll jetzt nicht ein reiner Beauty-Kanal oder ein reiner Lifestyle-Kanal werden, sondern tatsächlich ein bisschen einfach aus meinem Leben erzählen. Dinge, über die ich selber stolpere, man kennt das ja, man fängt plötzlich an, sich zu überlegen, boah, also mit der ganzen Rasiererei, Beinhaare, geht mir auf den Sack, gibt es andere Möglichkeiten, wenn ja, welche, dann fängt man an, YouTube und sämtliche gutefrage.de und ich weiß nicht, was durchzulesen, hinterher ist man meistens noch viel verwirrter als vorher, zumindest geht es mir so. Naja, aber ich habe allerdings ein paar Sachen, wo ich mir denke, dass das vielleicht Leuten helfen würde, zumindest im Freundeskreis höre ich dann ganz oft, ah, das ist ja toll, wusste ich gar nicht, erzähl mal und ja, deswegen möchte ich das gerne mit euch teilen. Vielleicht kann ich dem einen oder anderen helfen bei einer Entscheidung. Oder vielleicht könnt ihr mir auch Sachen sagen, die ich noch nicht wusste und da gibt es bestimmt sehr viele davon. Zum Beispiel, wie man hier die Technik besser macht. Ich habe ja Seiten gelesen, How to start a YouTube channel und How to be famous in 5 Steps, bla bla. Ja, aber ich bin ehrlich zu euch, ich bin viel zu geizig, mir jetzt für auch nur 300 Euro Equipment zu kaufen, Mikrofon, Tageslichtbeleuchtung, spezielle Kameras, wenn ich vielleicht in 3 Monaten beschließe, dass das doch keinen Sinn macht, wenn ich mich im Endeffekt immer nur selber anklicke und dadurch meine Likes auf YouTube generiere, was natürlich nicht der Sinn der Sache ist. Deswegen fangen wir erstmal basic an. Mein Freund hat Gott sei Dank diese Digitalkamera. Ich könnte nicht mal mehr mein Handy benutzen, weil da die Kamera seit ungefähr 3 Wochen kaputt ist. Länger, 4 Monaten. Ich habe keine Ahnung, seit Ewigkeiten. Gott sei Dank hat er eine Digitalkamera. Tada! Ich habe hinten eine schöne IKEA-Leuchte, die mir direkt in die Fresse strahlt. Muss reichen. Ja, und so sitze ich da, so wie ich bin. Und mache mein Intro. Damit das gleich klar ist, oder weil mir das einfach wichtig ist zu erwähnen, damit ihr auch versteht, wer ich bin und wo ich herkomme. Ich bin weder Visagistin noch Hairstylistin, wie man ja wahrscheinlich sehr offensichtlich sieht. Ich trage gerade meine Glücksbringer Lieblings My Little Pony Pulli, wo vielleicht jetzt viele sagen, lame, peinlich, so bin ich, ich trage das. Und das ist generell das Ziel meines Kanals, der Ziel, man sieht auch die Artikel klappen bei mir gut. Was ich erreichen möchte, ist einfach authentisch zu sein. Ich habe nicht vor, hier berühmt zu werden oder sonst irgendwie was. Ich glaube ehrlich gesagt nicht mal mehr, dass irgendwer dieses Video anschaut, weil ich habe gelesen, es werden stündlich 300 Stunden Videos auf YouTube hochgeladen. Wer sollte das anschauen? Wenn es welche tun, umso besser. Support your girl. Ihr wisst schon. Genau. Ziel ist Authentizität. Ich bin so, wie ich bin. Ich komme von Arbeit. Ich stand jetzt ungefähr 1,5 Stunden im Stau für eine Strecke, wo ich normalerweise 1,5 Stunde bräuchte. Deswegen habe ich, Achtung, ich mache kurz den Deep Dive. Ein Gläschen muss sein. Wenn ich noch rauchen würde, würde ich jetzt einen rauchen. Darf ich nicht mehr, also von dem her, naja. Ich bin so, wie ich bin. Und wenn ihr jetzt wollt, dass ich euch Tipps gebe zu dem besten Make-up und Styling und whatnot, da gibt es ganz tolle Mädels. Wirklich ganz tolle. Die sind Visagisten und Professional whatever. Ich bin's nicht.
Ich mache auch gerne ein paar Sachen zum Thema Beauty, Styling, wie schminke ich mich jeden Tag, aber ich gehöre eher zu der Sorte faul. Ich gebe mir morgen ungefähr 15 Minuten im Bad und entweder passt es dann oder es passt nicht. Und ich finde es auch nicht realistisch, zumindest in meinem Erfahrungskreis und mit den Mädels, mit denen ich abhänge, dass man sich jedes Mal 5 Stunden vorher 8 verschiedene Schichten, Make-up, Concealer, Foundation, 50 Puder, Primer, was auch alles, ich weiß nicht mal mehr, wie es heißt, in die Fresse schmiert. Ich habe eine Foundation, ich habe einen Concealer und selbst das nehme ich meistens nicht her, weil ich dann doch zu faul bin. So sind wir, so bin ich. Aber ich denke, das ist sehr viel näher dran an der Geschichte. Ich werde hier auch keine Fashion Hauls für 800 Euro machen. Ich lasse euch teilhaben, wenn ich einkaufen gehe, wenn ich Sachen bestelle, dann zeige ich euch das gerne. Aber ich muss kurz mein Getränk beiseite stellen. Aber ja, ich lebe einfach mein Leben. Die Dinge, die kommen, die kommen. Ein paar Stories habe ich mir schon auf meinen kleinen Schmierzettel gekritzelt, die vielleicht interessant sein könnten für euch. Und das ist das nächste Stichwort, ihr. Denn es soll ja interaktiv werden. Klar, am Anfang, weil ich wahrscheinlich 0 Views und 0 Abonnenten habe, werde ich wahrscheinlich primär mit mir selber sprechen und mit meiner geliebten Kamera. Ist auch okay. Aber hoffentlich mit der Zeit werden wir eine Interaktion haben. Ich möchte von euch wissen, was euch interessiert, wo ihr vielleicht sagt, Mist, da komme ich irgendwie nicht weiter. Ich stelle mir das immer vor wie bei so einer großen Schwester. Also ich habe selber eine, die ist 2 Jahre älter. Aber viele sind Einzelkinder oder haben vielleicht kein gutes Verhältnis oder schämen sich vielleicht auch für die Fragen, die sie haben. Und manchmal ist es dann besser, eine vollkommen fremde Person zu fragen, auch in einem anonymisierten Kontext. Egal welches Thema. Egal, ich kann euch zum Thema Rauchen und Rauchen aufhören erzählen, wenn es um Schönheits-OPs geht, wenn es um Piercings und Tattoos geht, wenn es um Beruf geht, Karriere, Studium. Ich bin kein Fachmann, ich beanspruche nicht, dass das, was ich sage, zu 100% richtig ist. Ich kann nur von meinen Erfahrungen sprechen, die ich in meinem Leben gesammelt habe und was ich daraus für mich für Lifehacks oder Lebenswahrheiten gezogen habe. Genau, das ist doch eigentlich schon das Wichtigste. Ich möchte es tatsächlich, wie gesagt, kunterbunt halten. Ich plane als nächstes ein Video zum Thema, ich weiß nicht, ob man das sieht, wahrscheinlich verschwimmt jetzt die Kamera, Fingernägel. Weil ich oft auf meine Fingernägel angesprochen werde. Tatsächlich sind das meine echten Fingernägel. Ich habe gute Gene von meinem Vater. Und momentan habe ich sie mit einem UV-Lack und UV-Gerät. Und das ist gerade wirklich, also ich bin vollkommen begeistert. Das sieht fast aus wie im Nagelstudio. Also werde ich demnächst ein kleines Tutorial, Do-it-yourself, Nagelstudio Video machen. Und von meinen Erfahrungen zu dem Thema berichten, dann bin ich nächstes Wochenende mit meinem Freund unterwegs in Sinsheim, in dem größten Technikmuseum. Da werde ich oder plane ich ein paar Videos und Bilder entsprechend hochzuladen, damit ihr euch was anschauen könnt. Ja, und ansonsten, wie es gerade kommt, ne? So wie die Themen gerade reinflattern, so werden sie behandelt. Perm. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, ob ich im Bilde bin oder nicht. Ich setze mich mal leger nach hinten. Sollte ich sehen, dass ein paar mehr Leute zuschalten, werde ich natürlich auch hart an meiner Technik arbeiten. Ich habe nur jetzt ehrlich gesagt erstmal ziemlich Muffensausen, wie ich überhaupt das ganze Zeug hier zuschneide, weil wie gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich habe die letzten 2 Tage während meiner Arbeitszeit, in der Pause selbstverständlich, wie gesagt, mal ein paar Sachen angeschaut und da gibt es einiges an Tipps, seitenweise. Ich wusste überhaupt nicht, dass das ein Ding ist, aber anscheinend kann man da sehr viel machen. Sehr viele Leute probieren es. Nochmal, mir geht es nicht darum, wie gesagt, ich muss selber lachen bei der Aussage, es geht mir nicht darum, berühmt zu werden, reich zu werden, dafür bin ich zu alt und dafür habe ich auch meinen Job, brauche ich hier keine Social-Media-Stories. Aber es ist so, ich bin eh schon tatsächlich in meinem Freundeskreis ein bisschen die Psychologin, nennen wir es mal, dass Leute gerne zu mir kommen, wenn Sachen anstehen, bin anscheinend ein guter Zuhörer. Und da ich tatsächlich doch schon leider oder Gott sei Dank einige etwas krassere Episoden in meinem Leben hatte, bin ich da auch nicht unbedingt ein Frischling, was etwas schwerere Kost anbetrifft. Und deswegen wahrscheinlich reden auch die Leute gerne mit mir, weil ich halt aus einem gewissen Erfahrungsschatz da auch schöpfen kann und nicht einfach irgendwelche Plattitüden, irgendwelche Aussagen, die ich mal in der Brigitte gelesen habe, zitiere, sondern das kommen wirklich, das sind Sachen, die habe ich selber erfahren, die habe ich selber durchgemacht und ich habe immer das Gefühl, gerade in der heutigen Welt irgendwie
man hat theoretisch Kontakt zu 8 Millionen Menschen, man ist auf Social Media, man hat 5 Millionen Freunde auf Instagram, Twitter, bla, wie sie es alles nennt. Aber irgendwie veröden die Menschen innerlich, weil jeder sich nur noch um sich selber kreist und ja, an seiner Selbstverwirklichung arbeitet, um Gottes Willen, das ist nicht verkehrt, aber ich habe das Gefühl, die Leute haben das Zuhören verlernt. Und ja, ich würde mich ganz ehrlich, wenn ich 2 Mädels hier finde, die vielleicht irgendetwas von dem, was ich hier sage oder ihnen später sagen kann oder von den Sachen, die ich vorstelle, irgendwas hilfreich finden, irgendwo vielleicht einfach 10 Minuten mal gedacht haben, hey, weißt du was, war ein witziges Video, hat irgendwie getaugt, muss ich mal schmunzeln, auch wenn der Rest irgendwie alles scheiße ist, dann hat sich mein Sendungsauftrag hiermit schon vollkommen erfüllt, bin ich absolut happy. Aber natürlich würde ich mich freuen, wenn wir hier eine coole Community kreieren. Es ist Day One, ja. Du kannst der erste Subscriber sein, Schatz. Du kannst die allererste sein, die hier, bam, ihr Abo drunter setzt. Und dann weiß ich Bescheid, ne? Bist dann mein Homegirl. Ja, mein Ziel, mein Wunsch, mein Traum, sagt die Frau, die hier im Schlafzimmer sitzt, vor einem ungemachten Bett und mit einem Pferdchenpulli, wäre natürlich, dass wir einfach eine schöne Community haben, mit ein paar Mädels, die sich austauschen. Wichtig ist, supportive sein, unterstützend sein. Ich habe überhaupt keinen Bock auf Hate. Ich habe überhaupt keinen Bock auf, schau dich mal an, du siehst scheiße aus, du bist so fett, du dumme Sau. Geht gleich raus, weg. Ne? Wisst ihr Bescheid. Also, wir unterstützen uns, wir sind da füreinander. Es gibt genug Arschlöcher und Deppen da draußen. Es gibt genug, was weiß ich, Männer, die dich scheiße behandeln und nur vögeln wollen, was auch immer. Wir halten zusammen, wir machen hier ein cooles Ding und hier kann jeder seine Fragen reinposten und hier wird jeder anständig behandelt. Und wenn ich hier einen mitbekomme, der irgendwie meint, sein Hate oder seinen Frust, seinen Privaten rauszulassen, keine Ahnung, geh dir die Haare waschen, mach irgendwas, aber lass uns hier zufrieden, haben wir überhaupt keinen Bock drauf. Ja? So, nachdem ich jetzt meinen Akku rausgelassen habe, das kommt wahrscheinlich noch von dem Stau. Ich bin nämlich eher so der, wie soll ich sagen, Road Rage Autofahrer. Dementsprechend habe ich ein bisschen angestaut, aber das habe ich jetzt rausgelassen. So, nachdem ich überhaupt nicht sehe, ob ich im Bild bin, neben dem Bild, unterm Bild und auch nicht weiß, ob man irgendetwas von dem hier hört, was ich gerade sage und wie lange ich vor allem schon rede, belasse ich es, glaube ich, erstmal dabei. Wie gesagt, würde mich total freuen, wenn irgendwer da draußen in dieser großen, weiten Welt das vielleicht gar nicht so blöd findet, was ich hier erzählt habe und einen kleinen Like drückt oder einen Kommentar abgibt. Gerne auch, wenn ihr jetzt irgendwas feststellt und sagt, Alte, du laberst zu schnell, Alte, zieh den Pulli aus, Alte, mach dir die Haare ordentlich. Ob ich das mache, ist die andere Frage, aber hey, gerne comment down below, wie es immer so schön heißt. Ja, und ansonsten hoffe ich, ihr hattet ein paar nette Minuten oder denkt euch, was macht die Alte hier, um Gottes Willen. Ist auch okay. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Und auf Wiedersehen.